Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie hoch ist die Bitrate in der Aufnahme? Da fragst du mich jetzt was. Können wir das gleich bitte nach der Folge machen, Fury? Das wäre ganz geil, weil dann brauchst du jetzt hier in der Folge nicht machen. Ja, ist ja okay. Alles klar, top. So, also ich muss irgendwie den alten Sack hier rauskriegen. Ich weiß nur nicht wie. Hallo, ist da draußen jemand? Da die Küche. Das passt ins Bild. Nicht einmal der Wind weiß hier, was sich gehört. Tschö? Hallo, ist da draußen jemand? Der Wind. Das ist irgendeine dumme Lösung. Ich sagte, das ist irgendeine dumme Lösung. Hallo, ist da draußen jemand? Der Wind. Sollte die Katze nicht tun. Korkenzieher? Hallo, ist da draußen jemand? Der Wind. Ich meine, wofür brauche ich denn noch einen Korkenzieher? Was kann ich mit einem Korkenzieher machen? Oh, kann ich damit vielleicht ans Klo? Muss ich die Leitung mit einem Korkenzieher freiziehen? Ich weiß, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, aber hey, wenn wir schon mal an der Kloschüssel rumfuchteln, wenn nicht mit einem... Okay, ich hab's ja verstanden. Ich trage nur Dreck mit mir rum. Selten so gelacht. Okay, das funktioniert nicht. Shampoo? Okay, ich hab's ja verstanden. Ich trage nur Dreck mit mir rum. Selten so gelacht. Du die Pastete hier rein? Okay, ich hab's selten so... Ja, ist ja gut, Mensch. Ich weiß es doch auch gar nicht. Es muss doch eine Lösung geben. Wie kriege ich den blöden Roboter eigentlich aus der Rezeption weg? Also hier habe ich ja immer noch die Vermutung, dass ich das Wasserrohr, was hier ist, umlegen muss. Hier rauf, damit ich spülen kann. Aber dazu muss ich beim Gespenst rein. Und ich habe keine Ahnung, was ich beim Gespenst mache. Diese Situation ist verkorkst, nicht verkorkt. Wichtiger Unterschied. Ich wusste, Zahnpasta ist nutzlos. Diese Situation wichtig. Zimmer Nummer 5. Rattennest. Drollig. Die geben den Zimmern hier Namen. Ich bewundere seine Taktik. Auf Umwegen zum Kern des Problems vordringen und dann Problem gelöst. Ich höre mir gerade mal den Text an von den Items, weil... Dinosaurus-Zahnpasta ist ein Chemieabfallprodukt und da könnte eine Lösung drin stehen. Anwendung geeignet. Mögliche Nebenwirkungen, Fieber, Schweißfüße, permanenter Verlust des Gefahrenbewusstseins. Dentosaurus-Zahnpasta darf unter keinen Umständen mit Teppichreiniger vermischt werden, da gefährliche Chloroformgase entstehen können. Das war ja die Idee, warum ich versucht habe, mit Shampoo zu kombinieren. Ich trage erstaunlich viele Hygieneartikel mit mir. Die Zahnpasta ist schon in der Pastete. Soll, so sei es hiermit ignoriert. Fürs Fieber. Ist schon drin. Siehst du hier unten. Wow. Frisch gewaschen. Ich sehe keinen Unterschied. Darauf sind schon genug Zahnpastaflecken. Wollen wir doch mal hoffen, dass das Zahnpastaflecken sind. Das würde ich noch nicht als Schuppenproblem bezeichnen. Oh, da hängt ein handgeschriebenes Etikett an. Ah ja, das ist mit den 6 Dingern. Ich habe dir etwas von meinem selbstgemachten Spezialschampon eingepackt. Es enthält die geheime Zutat, die dein Haar so schön voll macht. Also pass gut darauf auf. Immerhin musste dein kleiner Bruder dafür auf sein Frühstück verzichten. Da sind nur noch Scherben drin. So. Hoffentlich bringen die wenigstens Glück. Wie kriege ich denn... Also, es gibt für mich jetzt nur 2 Möglichkeiten. Entweder A, ich kriege den Roboter hier irgendwie weg. Bei dem ich übrigens gerade nicht weiß, wie ich ihn... Ich bleibe lieber in Deckung. Wegkriege. Wie kriege ich Oppenbot raus? Für eine Maschine wirkt er ziemlich überfordert. Dabei habe ich noch nicht mal richtig losgelegt. Mir gefällt seine Arbeitseinstellung. Sie ist modisch, bequem und hält den Kopf schön warm. Mir gefällt seine Arbeitseinstellung. Sie ist... Was ist die Lösung? Ich bleibe lieber... Hier kann ich jetzt mal anklicken, ne? Ich kann jetzt noch hier hinten hin. Kann ich nur die Dinge alle anklicken. Was, wenn ich hier hingehe? Ich bleibe lieber in Deckung. Solange dieser Oppenbot an der Rezeption steht, bleibe ich lieber in Deckung. Der muss da weg, weil ich könnte notfalls mit ihm noch reden.
verstehe das gerade nicht. Was ist der entscheidende Punkt, der mir fehlt, Gedanken? Hier habe ich es. Die Toilette kann ich nicht bedienen. Die Wäscherei ist für mich noch ein Rätsel. Ganz schön groß. Dafür, dass es im ganzen Hotel kein einziges Stück saubere Wäsche gibt. Ne, und ich kann nur mit Ihnen reden und mit Ihnen. Oh. Das sind Cletus-Klamotten. Meinetwegen können sie in der Trommel verrotten. Andererseits könnten sie noch nützlich werden. So ist kein Rankommen. Ich müsste die Waschmaschine erstmal wieder zum Laufen bringen, sofern dieser Saunaclub da mich lässt. Ja, genau. Der Glatzkopf bin ich ja dabei. Hast du ja gesehen, da war ich schon dabei. Hier den Zimmer des Sehers. Da habe ich die Schuppen schon reingetan. Aber da fehlt mir irgendwie ein Handtuch oder ein Stoffwischmob oder irgendwas, womit ich Haare simuliere, damit ich da Läuse reinkriege. Ich wusste doch, dass ich diese unästhetische Drecksfresse schon mal irgendwo gesehen habe. Zuerst dachte ich ja beim Bowlen. Also irgendwoher brauche ich... Oh, jo, dankeschön. Raus ist er. Dankeschön. So, also die Frage, woher kriege ich Stoff? Stoff habe ich nicht. Darum hatte ich schon versucht hier, ne? Siehst du, pass auf. Es wäre schon lustig, ihn mit Läusen zu verseuchen, aber leider fehlt ihm dafür eine wichtige Grundvoraussetzung. Haare. Ich brauche irgendwie Haare hier drin in der Kapuze. Kann ich nochmal stören? Ja, das ist eine Sache, die dir offenbar sehr leicht fällt. Ne, ihr seht... Da habe ich kein Gesprächsding mehr. Aber ich meine, hier würde ein Tuch liegen, verdammte Scheiße. Woher krieg... Und ich weiß auch, woher ich ein Tuch kriege. Kann ich euch sagen. Nehm mich Boso an. Hallo, ist da draußen jemand? Ne, der Geist glaube ich nicht. Aber Boso hätte ein Handtuch, was er ja anziehen würde, wenn ich ihm die Pastete zukriege und er den Anzug meintlich anziehen würde. Dann hätte ich ein Handtuch. Hier, weil, glaube ich zumindest. Ich habe einen Anzug aus der Reinigung geholt. Zieh dich jetzt bitte wieder an. Es ist schon ein wenig zugig. Ich glaube, die Heizung ist ausgefallen. Aber, naja, was ein echter Pirat ist. Da gibt's einen anderen Punkt. Und ein Pirat. Wer hatte denn den Quatsch eingeredet? Naja, eigentlich warst du das. Ach, Herrje, wenn man blöd fragt. Es ehrt mich, dass du versuchst, mir nachzueifern. Aber sieh den Tatsachen ins Auge. Du wirst nie so ein Draufgänger wie ich. Da gibt's auf jeden Fall eine Möglichkeit. Schlüpf in deinen schmuseweichen Plazenta-Fellmantel und... Bah, vergiss es. Ich bleib jetzt erst recht in der Kälte sitzen. Ja, ist doch gut. Und wenn ich mir dabei die Schüttelpocken hole. Ne? Und hier sind die Schüttelpocken. Die Pocken habe ich ja in dem Anzug. Und hier ist halt nichts mehr. Ich kann mit Boso nicht mehr reden, ich kann mit Doc nicht mehr reden. Ich weiß nicht, ich muss mal schauen. Es bleibt jetzt fast nur noch der Geist. Aber ich glaube nicht, dass ich eine neue... Bevor ich dich aber allein lasse... Oh je, jetzt kommt alles raus. Ne, ich habe hier keine neuen Texte. Also ich bleibe dabei. Kein Spuk ohne geheimes Laster. Ja, und? Welches war noch gleich dein Laster? Ich höre gerne Leuten dabei zu, wie sie unter der Dusche singen. Ich kann aber nicht unter der Dusche singen. Na los, hopp, dann verzeih dir doch einfach. Das ist nicht so einfach. Ich schäme mich wirklich sehr. Und wie willst du dann jemals Erlösung finden? Ich dachte, ich bleib hier einfach im Dunkeln stehen und kämpfe dagegen an. Oh Mann, was für eine Jammertüte. Lasterkatten. Oh, sehr. Nettes Laken. Finger weg von meinem Laken. Brauchst du es noch lange? Solange du hier drin bist. Ja. Ich wollte... Nein. Wie mein? Schon besser. Wie sagt er die? Er braucht keine weltlichen Besitz. Wenn ich versuche... Vorausgesetzt, seine Geschichte stimmt. Ja, genau, das Pikachu. Wenn ich das probiere... Er braucht keine Wecker. Seht ihr, ich krieg ihn hier nicht mitgetriggert. Er braucht keine Vor. Ich denk so, fuck, wie krieg ich dich da raus? Ich hätte ja noch ein Loch hier. Hey, bleib da an der Tür stehen, wo ich dich sehen kann. Ich dachte, ich soll verschwinden. Ja, richtig, verschwinde. Kannst du dich vielleicht mal entscheiden? Na, und nach draußen kann ich nicht? Ich dachte, Hey. Ich dachte, ich soll verschwinden. Ja, kannst du...
Zeit für Wiedermisch. Ich dachte, ich soll verschwinden. Ja. Richtig. Kannst du dich vielleicht mal Hey. Ich dachte, ich soll verschwinden. Ja. Ich dachte, ich könnte das vielleicht triggern und dann dran vorbeigehen. Hey. Ich dachte, ich soll Verdammt. Oh, jetzt habe ich rausgeklickt. Ah, es wird hell. Okay. Also, ich krieg den alten Sack da nicht raus. Was mache ich denn hier falsch? Hier habe ich den ganzen Kram. Gibt's hier noch Pastetenautomaten? Mit einem lustigen Schleimtroll in jeder fünften Pastete. Ei, und ich dachte all die Jahre lang, dass die gar nicht mehr hergestellt werden dürfen. Ja. Jetzt ist es leer. Danke für den Host. So, was ist also des Rätsels Lösung? Der Pelikan hat alles leer gefressen. Da ist nichts mehr drin. Schuld. Verflucht sei mein kulinarisches Talent. Ist hier oben noch irgendwas? Hier ist ein Loch. Bei diesem Rohr handelt es sich offenbar um ein Auslaufmodell. So. Aber das kann ich nicht irgendwie aufbauen. Ich komme so da ja nicht dran. Rankommen. Bitte was? Ich würde doch niemals hilflosen Tieren ein Leid zufügen. Nein, das würden wir nie tun. Eindeutig no nicht. No animals will be harmed during the production of Deponia 3. Natürlich nicht. Danke. Wer keine Zähne hat, der braucht auch keine Zahncreme. Aber apropos, ein Mundwasser... Woher wusste ich das? Okay. Was machen wir denn jetzt mit dem alten Sack? Kriegt das Scherben rein? Ja. Damit könnte ich ihm das Maul stopfen. Aber das hier ist deutlich lustiger. Ja, das Maul stopfen. Ist klar. Ich stoße echt so langsam. Der Pelin ja auch selbst schuld. Oh, Scheiße, Leute. Ich stoße so langsam an mein logisches Verständnis des Problems. Das ist irgendeine Lösung, auf die ich nicht komme. Probieren wir es mal mit einem Tipp. Anstatt eine Lösung. Wie wär's damit? Ja. Okay. Ist das der Tipp? Also ich behaupte, Kann ich nochmal stören? Wir sprechen ja, nochmal mit ihm. Das ist eine Sache, die dir... Ach komm schon, gib schon die Kutte her. Nein, diese Kutten sind nur für Menschen bestimmt, die willens sind, sich reinzuwaschen von... Oh, erspar mir das. Ich bin schon raus. Ich habe es anders gesehen. Was treibst du da noch gleich? Ich mach mich fertig für meine große Ansprache. Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. Da will ich gut aussehen. Ich finde, du siehst gut genug aus. Meinst du? Vielleicht hast du recht. Igitt, was ist das denn? Ich habe Schuppen. Das ist eine Katastrophe. Und ich habe das ganze Hotel-Shampoo auf dem Schwarzmarkt gegen Zigaretten eingetauscht. Steh da nicht so rum. Tu was. Er braucht Shampoo. Ja, hast recht gehabt, Furi. Dankeschön. Der Alte ist der nächste Schritt. Alles klar, vielen lieben Dank. Ja, ich stand jetzt echt davor und dachte so, was mache ich denn jetzt? Ein Shampoo, meine Rettung. Was kriege ich dafür? Raus mit dir, ich muss duschen. Oh, der ist jetzt duschen, das heißt, ich gehe wieder rein? Abgeschlossen, paranoider Fatzke. Wenn der duschen geht, läuft jetzt hier irgendwie mehr Wasser? Ah, nee. Da geht jemand duschen. Warte mal, jemand liebt es zuzuhören, wenn jemand duscht. Oha, das Gespenst freund der Spukerei. Da sollte ich lieber nicht stören. Dusch das, ja. Okay, man merkt doch, man merkt Pro. Dann gehen wir mal nach draußen. In das dunkle Zimmer. Ich werde nicht mehr. Ja, hier leckt das ganz schön. Kann ich da Kopfkissen reintun? Um damit das Loch zu stopfen, müsste ich zunächst einmal die Löcher im Stoff stopfen.
Ich will das Rinnsal nicht mit Schaum markieren. Das war schon in A New Beginning dämlich. Okay, ich glaube, wir müssen ins Zimmer des Seers. Die Ankunft des Zerstörers ist nah. Fuga, fuga, schalali. Die Ankunft des Zerstörers ist nah, so nah. Fuga, fuga, schalali. Ich sing nicht mit. Keine Sorge. Hey, ich hab da eine Tarantel. Mr. Toffee. Bescheuerter Name für eine Tarantel. Ich hoffe, er hat nichts mit Camouflage zu tun. Weg ist er! Er hat seine Kutte hier liegen lassen. Bestimmt möchte er, dass der Zimmerservice sie zur Wäscherei bringt. Natürlich möchte er das. Da komme so ich nicht ran. So ist kein Rankommen. Mr. Toffee. Bescheuerter Name für eine Tarantel. Ich hoffe, er hat nichts mit Camouflage zu tun. Muss die Tarantel in die Pastete? Na, Mr. Toffee, so ein kleines Spielchen bereit? Holla, ganz schön angriffslustig. Gut, dass er in diesem Glas eingesperrt ist. Die Löcher waren ja hoffentlich schon vorher drin. Okay, in die Pastete muss er nicht. Hätte er sein können. Das Gespenst, Freund der Sch... sollte ich lieber... Das Gespenst, da sollte ich... Eine Frage, ne? Er braucht keine weltlichen Besitz. Ah, hätte er sein können. Geschichte stimmt. Hätte sein können. Okay. Wir haben eine Tarantel jetzt bekommen. Was mache ich denn mit einer Tarantel? Verdammte Axt. Hey, so einen Korken könnte ich gut gebrauchen. Und du bleibst schön brav da drin, Mr. Toffee, okay? Mr. Toffee? Wo ist er denn? Free Toffee! Das Schief wird bekommen! Das Spinne, die jubelt! Free Toffee! Daraus könnte ich einen Kompass basteln. Aber wozu? Ich weiß ja, wo es lang geht. Blind Speedrun, kein Problem. In der Tat. Ja, manchmal. Also manchmal kann ich jetzt gut kombinieren. Manchmal. Was mache ich jetzt mit dem Korken? Daraus könnte ich einen Kompass. Aber wozu? Ah. Daraus. Aber wozu? Daraus. Aber. Ich. Zahnpasta ist nutzen. Was kann ich mit einem Korken machen? Außerdem irgendwo hin. Warte mal. Wäscheservice, ne? Da war doch gerade was. Kann ich hier anrufen und sagen, dass der Bademantel abgeholt werden soll? Warte mal gerade. Hallo, Rezeption? Immer zu Diensten. Wie lautet Ihre Zimmernummer? Ne, kann ich nicht. Okay, ich hab einen Korken. Was macht der Korken denn? Der ist jetzt neu für mich. Ich habe ein Glas und ein Korken. Mr. Toffee? Wo ist er denn? Also dieses Glas ist weder halb voll noch halb leer. Es ist komplett leer. Also dieses Glas ist... Ich wusste es doch. Okay, ich habe zwei neue Objekte, die ich mit der Mutter benutzen kann. Machen wir das so erstmal. Machen wir die guten Mutterwitze. Switchen wir gerade die Cam. Ihr kennt das ja schon. Leeres Glas, oder? Welche Lebensform hat Haare auf den Beinen und frisst ihren eigenen Ehegatten? Eine Mutter. Für die aktuelle Phase meines Plans brauche ich keinen Kaffee. Und praktischerweise gibt es hier keinen Kaffee. Zeit für die nächste Phase. Ja, okay. Ein Korken vielleicht? Was findet man häufig am oberen Ende einer Weinflasche? Eine Was mache ich denn jetzt? Das ist jetzt die Lösung. Auf den ersten Blick halt die im Inventar. Aber ich sollte keine voreiligen Schlüsse ziehen. Auf den ersten Blick halt die im Aber. Verdammt, okay. Okay, dann ist das nicht die Lösung. Dann habe ich noch im Angebot. Komme ich von hier nochmal rein? Nee, ist so. Paranoid. Reagiert er noch auf irgendetwas?
Vielleicht kann ich das Glas füllen mit Wasser. Der Durchmesser ist identisch. Oder ich probiere den Korb. Und jetzt? Ich den Kleiderbügel wieder? Ich schau es mal gerade hier hin. So. Wisst ihr Bescheid? Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Euer Sly. Ciao.